bin ich, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, jetzt seit beinahe 10 Jahren Mitglied im Rheinland-Pfälzischen Landtag, dort zunächst als justizpolitischer Sprecher, zwischenzeitlich Fraktionsvorsitzender meiner Fraktion. Ich bin verheiratet, wir haben 2 gemeinsame Kinder, die das Schulsystem in Rheinland-Pfalz bisher auch hautnah erleben, weshalb ich dazu gleich auch noch etwas sagen möchte. Und sollte es die Zeit zulassen, hat man natürlich auch Hobbys dazu gehört, und das mag man mir verzeihen, als Pfälzer, wobei ich da sehr stolz drauf bin, auch meine Leidenschaft für den FCK, dem ich an dieser Stelle auch alles Gute wünsche. Was sind unsere Ziele bei einer Regierungsübernahme? Wir haben zunächst einmal eine Bestandsaufnahme zu machen nach einer jetzt beinahe 20-jährigen Regierungszeit der SPD unter Kurt Beck. Stellt man fest, dass unser Bundesland das am höchsten verschuldete Bundesland Deutschlands ist. Das liegt daran, dass nicht mit Plan und Ziel gearbeitet wird, sondern dass in der Fläche an allen Stellen auch Projekte gefördert werden, die keinen Gewinn abwerfen können. So sehen wir beim Nürburgring, der beinahe 500 Millionen Euro zwischenzeitlich an Steuergeldern verschlungen hat, dass dort in Zukunft auch keine positiven Zahlen zu erwarten sind. 500 Millionen, was ist das? Wie viel stellt das dar? Ein schönes Beispiel dafür, dieser Betrag ist genauso hoch wie derjenige, der in den letzten 5 Jahren vom Land Rheinland-Pfalz für den Straßenausbau ausgegeben wurde. Das heißt, hätten wir den Nürburgring nicht, wären viele Straßen schon viel weiter, viele Ortsumgehungen, viele DSL-Anschlüsse bereits ausgebaut. Wir haben weitere Großprojekte, die im Moment nicht in der Gewinnzone sind. Es gibt durchaus personelle Konsequenzen, die nicht gezogen werden. Nehmen Sie den Justizminister, nehmen Sie den Innenminister, ein Schlosshotel im Wahlkreis des Ministerpräsidenten, aber auch die Situation, dass nach wie vor der Flughafen Hahn nicht in die Gewinnzone kommt, sondern wir offen feststellen müssen, dass nach wie vor über Steuergelder billig subventionierte Urlaubsflüge angeboten werden, was ich meine, heute nicht mehr Aufgabe einer staatlichen Institution sein kann. Was wollen wir tun? Wir sind der Meinung, dass die Politik so begriffen werden muss, dass wir sie aus den Augen unserer Kinder betrachten müssen. Wir müssen von dem Schuldenberg runter. Wir müssen klar und deutlich auch mehr Eigenverantwortlichkeit einfordern. Und wir müssen vor allem eines tun, wir müssen unsere jungen Menschen auch entsprechend fördern und fordern, sodass im Bildungsbereich die jungen Menschen mit einem Abschluss, den sie dann bekommen, auch etwas anfangen können. Für uns sind dabei wichtig, als erstes, dass jeder junge Mensch, der in die Schule kommt, Deutsch kann. Dies wollen wir erreichen, indem wir nach dem 4. Lebensjahr mit den jungen Menschen einen Test durchführen, wie weit sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sind und wie weit sie in den Sprachkenntnissen sind, sodass man bis zur Einschulung dafür Sorge tragen kann, dass jedes junge Kind auch Deutsch kann und sich auch entsprechend in der Schule verhalten kann. Das ist leider nicht mehr überall der Fall. Danach möchten wir nach der 4-jährigen Grundschule dafür Sorge tragen, die natürlich auch mit Schulsozialarbeit begleitet werden muss und mit Hausaufgabenbetreuung begleitet sein muss, dass wir 3 Abschlüsse auch zukünftig anbieten, die eine entsprechende Wertigkeit haben. Wir stehen zu einem starken Gymnasialabschluss, zu einem starken Realschulabschluss und wir möchten auch einen starken berufsbildenden Abschluss haben. Dies erreichen wir, indem wir Zentralabschlüsse einführen, sodass auch die Abschlüsse vergleichbar sind und dass der sehr hohe Unterrichtsausfall, der schon über 1 Million Stunden im Jahr betrifft, abgebaut werden kann. Einen Zentralabschluss bedingt immer, dass man den Stoff vermittelt kriegt. Dazu passt kein Unterrichtsausfall. Und deshalb möchten wir diese Zentralabschlüsse eingeführt haben. Damit wollen wir erreichen, dass unseren jungen Menschen auch in der Schule das Rüstzeug fürs Leben gegeben wird. Wir möchten mehr Wertevermittlung. Uns ist es wichtig, dass gerade auch Fächer wie Sport, Kunst, wie Religion, Ethik dazugehören, die auch gestärkt werden, Naturwissenschaften gestärkt werden, sodass, wie ich vorher sagte, die jungen Menschen mit dem Abschluss auch etwas erreichen können, nämlich ein Studium absolvieren zu können oder eine Ausbildungsstelle zu erhalten. Wir werden des Weiteren auch in der Bildungspolitik klar und deutlich zum Ausdruck bringen, dass unsere Hausordnung, das Grundgesetz auch in der Schule zu gelten hat, dass Leistung gefordert wird, ohne Fleiß kein Preis.
Und diese Ansätze, meinen wir, werden auch dazu führen, dass Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz entstehen und gehalten werden. Wir brauchen mehr Lehrer, um den Unterrichtsausfall zurückzuführen. Das ist unser Ziel für die nächsten 3 Jahre. Wir brauchen auch im Bereich der inneren Sicherheit mehr Polizeikräfte, weil sehr viele in den nächsten Tagen, ja, Jahren auch in Ruhestand gehen werden und die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger uns sehr am Herzen liegt. Und wir brauchen in der Wirtschaftspolitik auch eine klare Vorgabe, welche Straßen ausgebaut werden. Und ich sage das auch, die Landesregierung unter Ministerpräsident Beck hat in den letzten Jahren den DSL-Ausbau extrem vernachlässigt. DSL ist wichtig in der Fläche, ist wichtig in den Städten. Diese Datenautobahnen führen dazu, dass wir miteinander kommunizieren können und dass Firmen sich auch ansiedeln. Das ist leider bisher nicht so der Fall gewesen. Was wir bemängeln, ist, dass, und ich hatte es eingangs gesagt, wir auf Dauer nur sehen können, dass die Regierung unter Kurt Beck sich weiter verschuldet, ohne ein Konzept zu haben, wie es in Zukunft weitergehen soll, dass keine Leistung mehr in den Schulen abgefragt werden soll. Im Gegenteil, es sollen ja auch in der 3. Klasse die Noten abgeschafft werden. Das ist aus unserer Sicht nicht richtig, weil wir die Leistung eben in den Mittelpunkt stellen müssen. Und wir wollen auch eines erledigen, was wir für ganz wichtig halten. Wir müssen Verwaltungen verschlanken. Wir müssen Regierungen verschlanken, wir müssen Mittelbehörden verschlanken. Der Beamtenapparat, der jetzt vorgehalten wird, ist zu umfangreich. Der muss abgebaut werden, allerdings natürlich über einen Zeitraum hinweg, ohne Kündigungen, die im Übrigen von uns nicht akzeptiert werden würden. Wir brauchen des Weiteren, wenn die Verwaltung verschlankt ist, auch Kapazitäten, um mittelständischen Unternehmen, um Firmen zu helfen, über Engpässe hinwegzukommen. Ich habe ein Beispiel gerade hier in Frankenthal mit KBA, die um ihre Zukunft bangen und bei denen es um 600 Arbeitsplätze geht. Hier ist die Politik gefordert, auch in diesem Bereich leichtere zur Verfügungstellung von Bürgschaften, Unterstützungen, damit Arbeitsplätze vor Ort erhalten bleiben. Das, meine Damen und Herren, war ein kurzer Abriss dessen, was man in unserem Programm alles nachlesen kann. Es ist nicht verwunderlich, dass auch wir über die modernen Medien unsere Programme kundtun und darstellen. Und ich kann Sie nur animieren, nutzen Sie diese Angebote, sprechen Sie mich an, sprechen Sie Julia Klöckner an, die ich für eine hervorragende Wahl zur Ministerpräsidentin halte, weil sie geradlinig ist, weil sie zielorientiert arbeitet und weil sie etwas umsetzen will auf die nächsten Jahre hinweg. Und informieren Sie sich über unsere Homepages, die wir ja auch entsprechend anbieten. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns dann Ihr Vertrauen schenken würden.